92 Tage sind es noch, dann starten die Olympischen Spiele in London. Für jeden Sportler das Highlight der Karriere. In wenigen Sportarten hat Deutschland so gute Chancen auf Edelmetall wie im Judo. Und die beiden besten deutschen Judoka haben sich eine Trainingspause gegönnt und in Bamberg vorbeigeschaut. Dort stand unter anderem ein Training mit Judoka aus der gesamten Region auf dem Programm. Darf ich vorstellen, zwei deutsche Medaillenhoffnungen für Olympia. Christopher Völk, 24 aus Abensberg und Tobi Engelmeier, 25 aus Großhadern. Aber Olympia ist noch einigermaßen weit weg und in der Vorbereitung ist man immer froh, wenn man mal was anderes machen und sehen darf. Man freut sich dann natürlich. Ich meine, ich bin selber früher zu den großen Kämpfern dann hingegangen und habe mal versucht, eine Runde mit denen zu machen. So wie mit Florian Wanner zum Beispiel, der heute da ist, habe ich mich immer gefreut, wo ich als Jugendlicher mit ihm mal eine Runde machen konnte, mich mit ihm messen konnte, ihn vielleicht mal ein bisschen gefährden konnte, ein bisschen ärgern konnte. Das war für mich immer das Höchste und wahrscheinlich werden die heute alle versuchen, uns zu ärgern. Die, das sind 70 Judoka aus ganz Nordbayern, die ein gemeinsames Training mit den beiden Olympiateilnehmern mitmachen dürfen. Und dabei zeigt sich, zimperlich wird miteinander nicht umgegangen. Besonders. Ist richtig gut. Genau so habe ich es mir vorgestellt. Kann man sich da noch ein bisschen was abschauen oder versucht man sich was abzuschauen? Man versucht es, ja. Und man spürt einiges. Also man merkt es am Griff und ja, die kämpfen ganz anders als wir. Das merkt man von vornherein, die bewegen sich besser oder ja, anders eben. Also macht Spaß und ich finde es gut. Völk und Engelmeier kommen auf Initiative vom Coburger Hendrik Schumacher. Mittlerweile zwar Unternehmer, vor ein paar Jahren aber der beste deutsche Judoka und momentan Stützpunkttrainer in Bamberg. Bamberg ist sicher nicht schlecht judotechnisch aufgestellt, waren immer mal wieder Medaillierte auf der deutschen Ebene dabei. Bamberg hat lange Zeit zweite Bundesliga gekämpft. Aber generell, also wenn ich es jetzt einen Step höher ansetze, ist Nordbayern ein Judo-Entwicklungsland. Noch ein Grund mehr, richtig reinzuhauen. Das wollen auch Völk und Engelmeier in ein paar Wochen in London. Daher natürlich die Frage, was ist drin bei den Olympischen Spielen? Ja, also ein Traum ist natürlich eine Medaille. Gibt sicherlich einige, die was dagegen haben. Aber wir werden unser Bestes versuchen und dann schauen wir, was rauskommt. Eine Medaille wäre natürlich das, was man sich wünscht. Und wir wünschen beiden in jedem Fall, dass sie in London nicht so auf die Matte geklopft werden, wie teilweise beim Training in Bamberg.